So, alles reingepackt, alles angeschlossen, jetzt muss ich noch Batterien aufladen. So, hier bin ich am Laden jetzt, meine Batterien. Das ist mein Powerpack hier. Da sind 3 Batterien davon in Reihe geschaltet. Und ich lade jetzt hier mit 3,41 Ampere. Und habe dafür zwei Ladegeräte quasi parallel geschaltet. Die gehen beide hier rein und laden dann eben die Batterie. Wenn ich jetzt ein Ladegerät rausziehen würde, kann man sofort sehen, zack, dann reduziert sich gleich die Ampereleistung dementsprechend. So, jetzt gebe ich das zweite da wieder rein. So, bis jetzt halt alles gehalten. Bin jetzt erste Ladestation, wo ich auflade. Und mal gucken, wie weit ich komme. Und schon wieder eine Zigarette im Hals, fürchterlich. Das funktioniert ganz gut mit dem Laden an den E-Säulen. Will jetzt noch mal richtig voll machen, weil ich habe gleich 35, 40 Kilometer vor mir, wo keine Ladesäule mehr kommt. Deswegen jetzt noch einmal ein paar Amperestunden draufhauen. Mal sehen, wie weit ich noch komme. So, schönen guten Morgen, liebe Freunde. Das war jetzt die erste Nacht hier im Fahrradwohnwagen. Hab ganz gut geschlafen. Bin ja gestern nach dem Laden dann noch hier bis zum Dümmersee gefahren und bin dann hier heute Nacht irgendwann angekommen. Ja, liebe Freunde, hier stehe ich jetzt. Ja, ist das Wetter schön, ist doch herrlich. Am Dümmer. So, jetzt muss ich aber erst noch was frühstücken. Ich habe einen Hunger. Ja, mal sehen, dass ich irgendwo was kriege hier. Und uns selber was machen. So, Pause. Gerade meinen Kaffee getrunken. Genieße das richtig mit diesem Fahrradwohnwagen. Das macht wirklich Spaß. Und das ist wirklich ein Stück Freiheit, was man da hat, wenn man unterwegs ist. Ich jetzt hier am Dümmersee bin, erstmal am Aufladen drin. Ja, so sieht das jetzt hier aus, wenn ich rausgucke. Draußen das Solarpanel. Und da ist der schöne Dümmersee. Ja, da steht er jetzt am Dümmer. Der Kasten. Sonnenschein heute. Ja, schönen guten Morgen. Ich habe hier die Nacht verbracht am Dümmersee. Sehr gut geschlafen und jetzt ein wunderschöner Morgen hier. Oh, wo ist meine Mütze? Ich sehe wieder auf dem Kopf aus wie ein Bär. Punkt, Punkt, Punkt. Wunderschöner Morgen hier. Richtig schön. Gleich erstmal mein Solarpanel rausholen und noch ein bisschen nachladen. So, da steht er noch,
Mich hat keiner geklaut heute Nacht. Hier geht langsam die Sonne auf. Wunderschön hier. Ein neuer Tag. Heute soll es ja warm werden. So, da kommt jetzt die Sonne. Das heißt für mich, es gibt endlich wieder Strom. Mal gucken, wie viel Ampere wir jetzt früh am Morgen hier erzeugen. 0,52 Ampere. Das ist schon was bei der Sonne hier. Ist ja noch nicht viel. Kann sich nur steigern. Da werde ich heute, glaube ich, ja, es ist wunderschön hier. Also was man für ein Hotelzimmer bezahlen würde, wo man rauskommt und sieht sowas, ne? Oder wenn du aus dem Fenster guckst, das ist schon Wahnsinn. So ein Fahrradwohnwagen ist eine geile Sache. Ja, liebe Freunde, hier ist so ein schöner Platz mit viel Sand. So ein Volleyballplatz und ich habe so einen Metalldetektor mit. Und dann werde ich den mal auf den Kopf stellen gleich. Hier ist das gute Teil. Mal gucken, das ist so ein Hobby von mir. Mal gucken, ob wir irgendwas finden. Und den werde ich jetzt mal umgraben. So, auf geht's. Manchmal hat man ja Glück. Man findet ein bisschen Kleingeld. Ich mache das so als Hobby hier. Sauber. Hier ist gar nichts, das ist ja enorm. Das hört sich doch gut an, 73er Leitwerk, Leitwert, nicht Leitwert. Obwohl ich like die Werte alle. Ja. Und die ersten 10 Cent. In die Tasche. Und ich dachte schon, ich könnte einen Kasten Bier kaufen. Geile Reggae-Musik. Thank you.
mein Zuhause. Genau, solange wie ich unterwegs bin, ist das mein Zuhause. Jetzt wirklich? Ja. Ein paar Tage jetzt erst. Ich probiere das alle aus. Ich muss immer mal wieder nach Hause was reparieren, weil ich den erst gebaut habe. Ist der schon mal wirklich selber gebaut oder? Ja. Sondern das ist ein Wohnmobil oder ein Fahrrad. Genau. Wie ein Hundeanhänger. Nur nicht für einen Hund. Da ist ein Bett bestimmt drin. Ja. Eine richtige Bude ist das, ne? Das sieht man hier. Das steht noch nicht gerade. Kannst du bitte kurz mal herkommen? Ja, liebe Wohnwagenfreunde. Die Tour hier zum Dümmer bei dem Wetter war genau das Richtige. Hier gibt es so viele schöne Stellen. Aber Samstag, Sonntag darf man hier mit dem Fahrrad nicht entlang fahren. Das heißt, ich muss mich also heute verdünnisieren hier irgendwie. Aber echt schön hier. Sehr zu empfehlen, auch mit dem Fahrrad nur mal. So, liebe Freunde, ich bin jetzt auf dem Rückweg wieder vom Dümmer nach Osnabrück. Weil da so ein dickes Gewitter kommt. Hätte man auch aussitzen können, aber ich muss sowieso nächste Woche meine Frau und meine Tochter abholen. Vom Flughafen. Und dann kann ich auch zurückfahren. Waren tolle Tage am Dümmer. So, auf dem Weg nach Hause. Ein bisschen Regen. Aber das macht nichts. Ich bin jetzt hier in Osterkappeln. Hälfte habe ich schon und jetzt geht's weiter. Strom habe ich auch genug. Und euch wünsche ich auch noch was Schönes. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.